R-E-W-I-N-S-I-D-E. Mach mal. Ah, was geht ab, Leute? Ich bin's. Mein Niederse. Hey, Peter, wir drehen das Video ohne dich. Okay, ich heiße Peter. Es geht ab, meine Freunde. Was geht? Wir haben heute wieder zwei wunderbare Gäste. Und zwar einmal Sascha! 1 Minute 37 Sekunden später. Genau, Sascha und Nico! Das ist deine Speicherkarte. Darf ich noch was ganz sagen? Leute, wir spielen heute Wer bin ich? Ein sehr bekanntes Kinderspiel von Geburtstagen. Habt ihr früher Geburtstag gefeiert? Nee. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Und wie sagst du immer so schön? Wir fangen an. Genau. Nico! Hey, alles gut, komm, alles gut. Alles gut, Mann! Weiß mich. Okay, ihr schreibt es beide einen Namen hier drauf. Mann, halt's Maul! Korrekt, danke. Ihr schreibt es beide einen Namen hier drauf und den klebt ihr einem anderen auf den Kopf, okay? Okay, ja. So, die anderen gucken jetzt nicht hin, Sascha, das ist nämlich der Trick vom Ganzen, okay? Wie, ich schau nicht hin. Du darfst durch Nein. Du musst euch Ja und Nein fragen, erraten, wer du bist, okay? Ja, na klar. Kriegst du das hin? Ja. Ja? Ja? Nein? Ja, doch. Okay. She was small like a beauty queen on the Mall of Steel. Bin ich Michael Jackson? Da ist ein Bier, Achtung. Nein. Ah, fuck. Hast genau die Haare gemacht. Warum hast du es nicht auf die Cap gemacht, du Idiot? Damit es schon wehtut. Ey, das ist doch scheiße von dir. Hast du es in die Haare gemacht? Er hat es mir die Haare gemacht, der Idiot, Mann. Ich hab's sogar extra noch eine Cap. Und ich dachte, das wäre unmöglich bei so einer hohen Stirn, nicht in die Haare zu kleben bei Sascha. Das wird echt heftig, ne? Das wird krank. Digga! Das tut dich weh. Das tut richtig weh, Alter. Das wird so heftig, Ich schwöre, Sascha, du hast eine Glatze im Ohr. Ohne Witz, Alter. Du wirst nie wieder glücklich in deinem Leben. Ja, natürlich nicht. Okay, Nico. Bitte nicht in die Haare, sonst f ich wirklich. Okay. Da unsere Pizza jetzt angeliefert worden ist und alle jetzt endlich die Fresse. Ich hasse. Aber ich finde, das passt zu deinem Video. Okay, meine Freunde, jetzt können wir endlich anfangen. Ich bin gespannt. Das ist richtig gut. Das passt null zu dir, Alter. Aber du darfst gerne anfangen. Okay. Nein. Ich bin nicht weiblich. Hey, warum kommst du jetzt direkt mit so einer... Ja. 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 Ich bin Sportler. Nein. Nein, ich bin nicht weiblich. Hey, ja. Ich bin bekannt. Ja. Ja. Hey, was? Ich könnte nicht irgendwen da drauf schreiben, Mann. Nein, er ist schon bekannt. Okay, ich bin im Internet bekannt geworden. Ja. Okay, ich bin auf Facebook bekannt geworden. Nein. Nein. Okay. Ich bin männlich. Ja. Ich bin YouTuber. Nein. Nein. Ich bin Sänger. Ja. Ich bin Sänger aus den USA. Nein, ist nicht. Ich bin unter 40. Ja. Bitte. Ja. Okay. Okay. Ich bin auch auf YouTube anzutreffen. Ja. Ich habe einen Bezug zur Musik. Du, wenn du nur rüberschaust beim Fragesteller, dann kann ich theoretisch doch essen gehen drüben, oder? Weil du schaust mich gar nicht. Ich habe einen Bezug zur Musik. Ja. Ich bin fett. Nein. Ah, fuck. Ich dachte, ich wäre der Drachenlord. So. Wieso hast du immer Angst vor mir, dass ich schlage? Was ist denn mit dir, Junge? Ja, weil du manchmal einfach Aktionen ziehst, die mich abfacken, Digga. Ja, guck mal zum Beispiel sowas. Was soll das, Digga? Spreche ich Deutsch? Nein. Nein. Okay, alles klar, dann weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Sänger aus Großbritannien, also aus UK. Nein. Nein? Nein. Okay, ich habe auch schon mal Musik gemacht, selber. Meines Wissensstands nach, nein. Nein. Safe nicht? Nein. Fuck, okay. Ich spreche Englisch? Ja. Okay, habe ich Macht? Boah, eigentlich nicht, oder? Ja, okay, habe ich eine Führungsposition? Nee. Doch. Theoretisch ja schon. Doch, aber nicht das, was er meint. Nein, nein, nicht so, wie du meinst. Also dann bin ich nicht Donald Trump. Perfekt. Okay. Hast du gerade zwei Fragen auf einmal gestellt? Nee, hab ich nicht. Du bist beim nächsten Mal raus. Nein, eine Runde aussetzen. Okay, ich hab beschissen. Okay. Spreche ich Englisch? Ja. Bin ich weiß? Nein. Bin ich außerhalb von YouTube auch bekannt im Internet? Nein, nein. Ja, also auf Twitter und sowas nicht? Ich habe keinen Twitter-Account, das war so die... So, also ja, dann war die Frage einfach scheiße von dir. Okay. Komme ich aus den USA? Nee. Ich glaube nicht, nein. Oh. Nein. Nein, ich weiß woher. Warte! Nein, nein, ist nicht USA, nein. Komme ich aus Australien? Nein. Ist heftig, ne? Ist schwer. Ja, sag ich mal. Okay, ich mache Unterhaltungskontent auf meinem Kanal. Nein. Was bin ich denn für eine Gestalt, Junge? Okay. Ich muss jetzt erstmal auf klar kommen. Ich bin keine Führungsposition, ich spreche Englisch, ich komme nicht aus den USA. Ich mache YouTube-Videos. komplett falsch, nein. Ich habe gerade nur im Kopf, dass wir mit YouTubern drehen, ich bin so dumm. Ich komme aus Afrika. Nein. Oh, okay, dann weiß ich jetzt. Okay, jetzt weiß ich's. Er sagt schon in drei Runden. Jetzt weiß okay, ich. Okay. Ich habe einen Bezug zur Musik. Okay, pass auf. Bin ich der Host von irgendeiner Hip-Hop-Show? Nein.
Hm. Ich dachte gerade, für mich hat wer auch schon, wie er gerade dachte, dass er es hat. Bin ich Big Shark? Nein. Ich bin aus Europa. Nein. Junge, ich habe gesagt USA, Großbritannien, Australien, willst Afrika, jetzt, Europa. Willst du jedes Land? Bin ich aus der Antarktis oder was? Schau mal, es geht ab, Digga. Close. Hey, ich muss doch von irgendwoher kommen. Digga, was geht? Ja, du kommst nicht vom Weltall, richtig. Hä, was? Du kommst nicht aus dem Weltall, richtig. Du kommst schon... Hey, jetzt mal kurz ohne Joke. Digga, USA ist nicht Content. Content? Kontinent. Warte, der Kanal, okay, auf dem ich YouTube-Videos mache, ist das meiner oder produziere ich da Inhalte für wen anders? Ja, sorry, was ist für eine Frage mit Ja oder Nein? Ja, geh. Es ist deiner, also da kann ich nicht. Ja, okay, dann aber Dinger, dann geht's jetzt weiter. Hey, das war doch keine Ja- und Nein-Frage, wenn du antworten kannst. Es geht einfach weiter. Okay. Ich will erst jetzt nochmal für mich kurz zusammenzählen. Ich bin kein YouTuber. Ich spreche Englisch. Ja. Du hast nur dumme Fragen bis jetzt gestellt. Es ist echt gerade übel schlimm von mir. Komme ich aus dem großen Bereich Amerika, sprich Nord- und Südamerika zusammen? Ja. Ja, schon. Bin ich auch im Fernsehen anzusehen? Also, ja. Ja. Sieht man mich oft? Gelegentlich, also relativ oft. Okay, ja. Nee, saisonweise eigentlich. Ich würde sagen, nein. Oft jetzt im Sinne von, du hast keine Dauerpräsenz, keine nein. Serie oder ja, so. Ja, eben. Man sieht dich nicht oft. Oha, wie viele Tipps willst du noch geben, Digga? Ja, der ist so schlecht, tut mir leid. Der wird da nicht drauf kommen. Nee. Digga, du kennst Sascha nicht, der wird drauf kommen. Der kennt den nicht mal. Oder die. Ich weiß ja schon immer, dass ich männlich bin. Seid doch jetzt mal leise, was sind das hier für Tipps, Digga? Sascha. Kommt da noch was? Ja, ich hab doch schon ein Nein bekommen, oder? Gut. Bin ich im Hip-Hop-Bereich tätig? Ja. Yeah. Also bin ich Rapper? Ja. Yeah. Gehört mir ein Label? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Aber welchem Rapper gehört keinem Label? Eben. Ja, ist schon ein großes Label. Mehr sag ich nicht. Danke, Spendi. Hättest du mehr gesagt, hättest du auch gleich einen Namen gesagt. Bin ich Millionär? Ja. Ja. Habe ich eine Rolex? Spaß. Jetzt geht's gerade um dich. Bin ich über 30? Wirklich knapp drüber. Okay. Okay, bin ich verheiratet? Nein. Safe? Nein. Also nein, er ist nicht verheiratet. Okay. Ich mache kein Unterhaltungskontent, ich habe was mit Musik zu tun. Welcher Mensch auf YouTube ist unter 40 und heißt nicht Gronkh? Gibt es keinen. Unter 40? Über 40. Komme ich aus Berlin? Nein. Ich muss jetzt erstmal meine Branche finden, bevor ich hier noch weitere dumme Fragen stelle. Richtig. Ich bin absolut bescheuert. Ich mache keine Musik. Komme ich aus den Vereinigten Staaten? Nicht direkt, nein. Oh, halt, die Frage ist halt so... Nein, du kannst ja nicht mit verschachtelten Fragen nein, ankommen. Aber, nein, aber komme ich aus den USA, heißt nicht, bin ich da geboren, sondern bin ich da, bin ich in den USA, so. Bin ich in den USA? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Aber... Keine Ahnung, das weiß ich nicht, Alter. Kann sein. Ist nicht relevant. Ist nicht relevant. Ist nicht wichtig. Okay, alles klar. Habe ich schon mal ein Album aufgenommen? Ja, most likely, ja. Frag mal, ob du Song released hast. Bin ich eine Hip-Hop-Legende? Legende? Hip-Hop-Legende ist was anderes. Legende ist was anderes. Hip-Hop-Legende ist was anderes. Also nein. Ich würde nicht sagen nein. Also nein. Ich auch nicht sagen. Okay. Weil darüber, ich glaube, da interpretierst du nur was Falsches. Okay. Ich muss erstmal klarkommen. Ich bin auf jeden Fall Deutscher, ja? Ja. Ich bin deutscher YouTuber. Ja. Ich bin über 30. Kann man das herausfinden? Das findest du niemals heraus. Das glaube ich auch. Dann bin ich ja der ultra kleine Wicht, dann muss ich ja keine Reichweite haben. Aber jeder kennt dich. Ich weiß es, glaube ich. Okay, bin ich ein Newstime? Nein! Was hat der mit Musik zu tun? Ja, der macht auch immer so. Okay, halt's Maul. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Bin ich Schauspieler? Nein. Hey, bei mir, ich komme keinen Millimeter voran, das ist so scheiße. Junge, bei ihm ist es so einfach, oder? Bei euch allen ist es irgendwie einfach. Bin ich schon nah dran? Ich glaube, ich hatte gerade einen Geistesblitz, Alter. Ich glaube wirklich. Das Problem ist, ich habe gedacht, wir drehen nur mit YouTubern. Hatte ich in letzter Zeit keinen Hit? Nein. Alles, was du gemacht hast, ging steil. Ja. Kann man so sagen. Okay. Okay, bin ich Tubo? Ja. Korrekt. Ja, nice. Jungs. Also, wenn ich jetzt noch weiter drehen soll, dann drehen wir noch bis in morgen rum. Sascha, jetzt geh noch mal ganz kurz mit deinem Gehirn an die Sache ran. Überleg, wie kann ein Mensch bekannt werden? Abgesehen von YouTube. Und Musik. Und Politik. Und Schauspiel. Habe ich was mit Musik zu tun? Das hast du schon mal gefragt, du Mann, was? Ey, ich bin gerade einfach nicht mit dem Kopf. Sascha, okay, klar, noch ein Hinweis. Was macht Peter nie? Was würde Peter niemals machen? Habe ich was mit Sport zu tun? Ja! Oh mein Gott, Alter. Wow. Ja! Er hat was mit Sport zu tun. Yeah. Hey. Yo, es gibt auch nicht 1000 Sportarten. Gibt's nicht. Bist du schon mal ein Spiel? Ja. Ja. Geh kurz Sportarten durch, Mann. Spiel ich Fußball? Nein. Ja, hier. Habe ich mein eigenes Produkt? Ja. 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 Bin ich Dr. Dre? Nein. Nein. Hat meine Sportart was mit Schnee zu tun? Nein. Gehöre ich, beziehungsweise gehörte ich eine Group an? Nee. Immer schon solo. So. Okay.
Hat meine Sportart was mit Wasser zu tun? Nein. Hey, Leute, was für Saison, Mann! Wenn ich jetzt Fußballer bin und ihr sagt Saison wegen Fußball-Saison, dann klatscht es aber. Hast du schon gefallen und hat schon Nein gesagt. Oh, stimmt, danke. Kein Wasser, kein Schnee. Also, warte mal ganz kurz. Keine Hip-Hop-Legende, aber jeder meiner Tracks war ein Hit. Ja, das ist eigentlich so eingrenzbar, so einfach. Bin ich alt eingesessen in dem Game? Nein. Du bist fresh. Relativ, ja, so relativ, ne? Um es fair zu gestalten, was meinst du mit alt eingesessen? Meinst du jetzt so 10, 20 Jahre? Ja. Nein. Jetzt, Leute, ey, echt ernsthaft. Es ist eine Ballsportart, die ich mache. Nein. Was für ein Sport? Ey, das ist doch scheiße. Der einfachste Sport, den es gibt. Der einfachste Sport, den ja, es gibt. Ja, Fußball ist der einfachste Sport. Nein, noch einfacher. Ja, Fußball ohne Ball. Also... Du bist ja bold, ne? Okay, möchtest du noch raten? Bin ich in Deutschland? Ja, gerade schon, aber nicht der Künstler. Schau, wie ist die Aussicht von hier? Wie sind die Views? Von mir? Wie sind die Views hier? In Deutschland. Listen, wie sind die Views von hier? Ach so, du meinst jetzt nicht ernsthaft Drake, oder? Doch. Ja. Hä? Alter. Du kannst den Zettel abziehen. Hä, hey, also ich... Drake ist Kanadier. Bro, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Sascha hat sich schon seine Pizza genommen. Hey, ich freue mich. Jungs, danke schön für eure Zeit. In diesem Sinne, macht's gut, hört rein. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Da gibt's auch noch mal ein paar fresche Videos mit uns zu sehen. Und ich würde sagen, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.